Also, letzte Nacht ist mir mitten im Stream der Router abgekackt. Und nachdem ich das erste Spiel gewonnen habe, das zweite lief irgendwie gerade so ganz interessant. Und ich hatte gerade ein Play gemacht und dann ist mir das Spiel abgekackt. Das habe ich also automatisch verloren. 1-1 steht, ich habe keine Ahnung mehr, welches Deck ich habe. Guck mal ganz kurz rein. Inner Fire, Northshire Cleric, okay. Shieldbearer. Ja, die Mana-Kurve, bisschen Early-Game-lastig. Was habe ich für Spells? Ich habe Inner Fire. Holy Nova. Ein Mind Control. Ach, doch. Ich habe es eben schon gesagt, bevor die YouTube-Aufnahme angefangen hat, aber auf Twitch bin ich halt ziemlich hinüber gerade. Bisschen vollgefressen und ein paar Drinks gehabt. Und eigentlich viel zu müde zum Spielen, aber Hearthstone. Weiß ich nicht. Ich kriege nicht genug von diesem scheiß Spiel. Hat Blizzard wieder mal mich angefangen, wie die es irgendwie immer schaffen. Ich weiß nicht, was Blizzard da mal macht, dass die mich immer kriegen mit ihren ganzen Spielen. Und Hearthstone wieder ein Prime-Kandidat, der mich da auch immer erwischt. Ups, ich bin ein bisschen weit unten. Muss vielleicht die Kamera noch beschweren. Darf ich nicht mal gemütlich hinsetzen, sonst bin ich zu weit unten in der Webcam. Wenn ich mich so gemütlich hinsetze, bin ich so. Moin. Bin ich mich hier unten. Setze ich mal ein bisschen vernünftig hin. Muss ich auch noch voll gefressen und so hier gemütlich sitzen. Das muss ja wohl nicht sein. So, weg mit dem Scheiß. Ja, au, au, au. Immer in die Münze. Damit kann man Is arbeiten. someone injured? Aha. 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 Whenever Minion is healed. Sogar wenn ich meine eigenen Minions heile. Ganz schön frech. Aha. Gleich mal 1-6 draus machen. Erstmal auch ein Northshire Cleric draußen, aber leider keinen mit 6 HP. Fände ich jetzt auch nicht so verkehrt. Na, schauen wir mal. In der nächsten Runde kann ich den Harvest Golem ausspielen. Oder irgendwas machen. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, wie das Deck gerade aufgebaut ist. Ist mir auch alles zu kompliziert. Njam, njam, njam. 3, 4. 4, 2, 5, 7, 9. 13, 51, 7. 12, 6, 81. Ich rechne gerade, falls ihr es nicht mitbekommen habt. 7, 12, 13, 51. Ja, was mache ich denn mit dem? 1, 2, 3, 12. Das macht es natürlich jetzt ein bisschen einfacher. Ist natürlich ein little bit overkill. Aber hilft ja nichts. So. Weg mit ihm darauf. So. So. Mal schauen. Immerhin ziehen wir dann bei einer Heilung beide Karten. Das macht es vielleicht nochmal attraktiver. Mal schauen, ob er jetzt den Knife Juggler wegmacht. Wäre naheliegend. Ja. Dann ziehen wir hier eine Karte. Das ist ganz schön dumm von ihm, dass er das nicht vorher gemacht hat, vor dem Spiel. Aber wie schon so oft festgestellt, ich bin nicht der einzige Idiot. In diesem Spiel, es gibt noch mehr Idioten, auch außer mir. Magic detected. Die genauso oft Fehler machen. 2, 4, 5, 6. Keine Ahnung. Whatever. Ja, leider ich den Northshire Cleric jetzt nicht so schnell tot. Ich habe keinen Shadow Word Pain. I want
Jetzt reite ihn nochmal. Dafür kann er jetzt nicht so große Minions rausbringen. Zieht nochmal eine Karte, aber... 1-6 ist erstmal per se jetzt keine große Gefahr. Er kann auch nicht angreifen, weil er sonst den in Kill Range bringt nächste Runde. Oh Mann. Bin ich voll gefressen, das ist ja schon echt fast ungemütlich. Aha. Dafür ist das Shadow with Pain ganz okay. Wenn er es dafür sozusagen verbraucht oder verschwendet. Ja, dann kann ich leben. 2, 4. It's time for me to die. In Rage kann ich vielleicht billig mich an dem Northshire Cleric aufladen. Gucken wir mal. Na, was kommt jetzt? We must cleanse the Sunwell. Zieht sich da den Arsch ab, sozusagen. Oh! 7 HP. Ich hab gar keinen Shadow World Pain auf der Tasche. Dann traden wir doch den Shadow Sun Cleric mit meinem Kollegen hier. Eigentlich ganz gerne Armani Berserker in den Northshire Cleric. Raus. Den auch sonst hochheilen können auf 2-3 wieder zurück. Aber selbst mit 2-3 hätte ich ja mindestens einen verloren. So passt das schon. Und das Inner Fire brauche ich an dieser Stelle noch nicht. We must cleanse the Sunwell. Auch jede Runde stärker. Gegönnt. Ein Linie mehr wäre ganz gut für den Mind Control Tag. Da bleibt ein 2-1er übrig. I must consider. So viele Karten wie auf der Hand hat, ist es langsam auch egal. Dann habe ich 4, muss am liebsten 2 Minen reinbringen. Das passt dann schon. Den möchte ich da nicht angreifen lassen. Darauf warten wir noch mal kurz. Ja, vielleicht sogar lieber den Sun Fury Protector geheilt. Machen wir es mal so. 2. I must consider.
Den Temple Enforcer, der tut jetzt ein bisschen weh. Den krieg ich gar nicht kaputt. An dieser Stelle. Und da ich den Spectral Knight nicht targeten kann, kann ich ihm auch kein Inner Fire geben, leider. Das ist ein bisschen schade. For Kel'Thuzad! Must move quickly. Nur 11 Karten. Interessant, dass er nur so wenig Karten ausspielen kann, trotz 2 Millionen Karten auf der Hand. Die nächsten verbrennen sogar, glaube ich, dann schon. Das Dingo! Yes! Mal schauen, was er jetzt macht. Ich glaube, den Northshire Cleric muss ich gar nicht mehr so langsam loswerden. Ein Silence wäre in diesem Fall dann gar nicht schlecht gewesen zwischendurch. Jetzt reicht es leider wieder nicht. Wie lange denn davon? Scheiße, dass ich 4 Minions hat. In der nächsten Runde kann ich dann Mind Control ausspielen. Wenn es dann sein muss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, hätte ich vielleicht gar nicht mal unbedingt ausspielen müssen. Wahrscheinlich ziehe ich damit mein Control Tag mit den geilen Temple Enforcer in der nächsten Runde. Und hat dann einen geilen 1-1er. Das wäre natürlich the shit. Der Traum sozusagen. The damned stand ready. Squire, attend me. Ready, sir. So, gucken wir uns mal ziehen. Obi Nova. So, gehen 3 Stück drauf. Spielen wir mal meinen Control Tag. Gucken wir mal, was wir kriegen. Gar nicht so schlecht. Eins, zwei. Vielleicht mit ihm noch nicht angreifen kann, aber das gönnen wir uns mal trotzdem. Job done. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Haben wir das Richtige bekommen mit Mind Control Tag? Mind Control habe ich auch noch, falls irgendwas Fieses auf die Map kommt. Müssen wir gerade hinsetzen, sonst ist sich bestimmt wieder irgendwo fies außerhalb der Webcam. Ne? So, so, so vielleicht. Mal zwischendurch in den Twitch-Chat gucken. Schreibt ihr in so einem Twitch-Chat? Ich hab nicht aufgepasst, weil ich mit euren Dings beschäftigt war. Ich wollte unbedingt loswerden. Die hat ja gar keine Lust mehr gehabt. Die alte Scheiße.
Tasdingo! Naja, Tasdingo, mein Arsch. So, die Frage ist jetzt: Hole ich mir den Sentient Shield Master? Was sicherlich keine schlechte Wahl wäre. Und hat dann den Imp Master auf der Hand. Und das schützt mich. Ja, das ist natürlich kein optimales Play. Man möchte natürlich irgendwas gegen stärkere Minions einsetzen. Die Frage ist, hat er stärkere Minions auf der Hand? Was sollte er haben? Weil so stark hat er nicht ausgespielt in seinem Deck. Andererseits, wenn ich ihn mir hole, kann er den nicht killen, ohne einen selber zu opfern. Ich kann ihm weiter Schaden machen und wenn er überlebt, habe ich in der nächsten Runde sogar gute Chancen mit sowas wie Shieldmaster und so. Ideal ist es nicht, aber ansonsten verliere ich gerade Board Control. Hm. Selbst mit denen, die ich ausspiele, kann ich das nicht zurückholen. Ideal ist es nicht, aber ich möchte ein bisschen den Druck aufrechterhalten. Ich habe leider nicht genug Schaden genommen, weil mein Molten Giant liegt ganz schön sinnlos rum. Beim Priester eh nicht so toll. Hätte ich auch nicht gedraftet, wenn es was Besseres gegeben hätte. For the Lich King! Squire, attend me! Ready, sir. Also ich habe mit dem drei Stück im Prinzip mit dem Mind Control ihm aus der Hand genommen. Not a morning person. Who are you? So. Ja, das verzögert natürlich ein bisschen meine Plays. Und jetzt hat er natürlich ordentlichen Kartenvorteil inzwischen. Let the pain speak to me. Ja, langsam könnte ich ihn sogar Karten ziehen lassen, fast schon. Damit er an Fatigue stirbt irgendwann. Na, aber das wird zu knapp. So schnell kriegt er den Fatigue-Damage nicht rein, dass das lohnt. Ja, aber fast. Karte ziehen wäre schon nicht so verkehrt. Who are you? Noch einen starken Minion ausspielt, habe ich immer den Shadow World Death, was auch nicht so schlecht ist. Job done. Habe ich im Stealth, der kann einiges an Schaden noch machen. Wie viel hat er denn davon von den Anti-Keyboards? Sehr ungewöhnlich als Priester, aber es nervt in diesem Fall schon. Ist ja eine Holy Nova noch nicht verkehrt. Zweimal die zwei Anti-Keyboards mit 16 HP. Problem solved. I'll put it on your head. Ich kann mal meinen Shadow World Death einsetzen.
tradet er jetzt seinen Knight. Er heilt sich hoch. For the Crusade! Ja, der hat einiges an Karten. Ja, jetzt wird der nächsten Runde ein bisschen schmerzhaft. Für die Molten Sonne reicht es halt immer noch nicht. Ich kenne starken Minions. Die Sau. I hear you got a problem. You shall not pass. Job's done. I'm almost out of cards. Ja, so knapp wird es leider nicht. Wird wohl nicht ganz reichen. Aber interessantes Spiel war es. Eine zweite Holy Nova hätte mal viel getan in dem Spiel. Wie schade, der ist draußen. 15, 11, 12, 15, 18. Achso, den kann ich ja noch killen. Jetzt kann ich wenigstens so meinen Molten Giant ausspielen. Der passt ja gar nicht mehr aufs Brett. So, was habe ich jetzt noch in meinem Deck? Ich werde es erleben. Der gute Fairy Dragon. So, wie viel hat er draußen? 2, 5, 6, 7, 10, 13. Ist leider ein bisschen viel für mich. Problem solved. I'm out of cards. Behold the might of Stormwind. Okay. Der ist jetzt zu viel, leider. Ah ja, war ein interessantes Match. Ja, es war noch so richtig knapp am Ende. Hätte durchaus in beide Richtungen noch abgehen können. Schaditrum. Schon wieder ein Mirror Match. Interesting. Ja, ein früher Northshire Cleric kann einiges bringen. Das Deck von dem Gegner war aber ziemlich scheiße. Lief gut für ihn, dass er den Northshire Cleric so aufbuffen konnte. Weil gut war mal das nicht. Wie Yoda gesagt hätte. Kommt jetzt. What you want? Right away. Job done. Der Shrinkmeister. Is someone injured? Die guten Moves hier. Dann hat sich eine Dreierkarte. Hm, auch gar nicht schlecht. Let us see if this works. Right away. Buff ich mal meinen Northshire Cleric. Obwohl, ich habe nicht so viele Buffkarten wie der letzte Priest. Im letzten Match. Na, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Es sind so keine Moves in diesem Spiel.
Na gut, den Ausschalter in der nächsten Runde weg. Let's get physical. Right away. Oh. So. Die Frage ist, was spiele ich aus? Den Knife Juggler und ich heile den. Oh, Fire-Cleric ist da. Läuft ja soweit ganz gut. Board Control sieht ganz gut aus. Und Karten sind mal ausgeglichen. Recht effizient gespielt. Kann man mal machen. So, 5 Mana haben wir jetzt. Right away. Let's get physical. So. Zack. Und Twilight Drake noch hinterher. Und ein Knife Juggler. Gibt's kostenlos auf die Fresse mit dazu. Ja. What we do. Zwei ist schlecht, weil 2 killt auf jeden Fall den Shrinkmeister und killt auf jeden Fall den Knife Juggler. Da kann man leider gar nichts gegen machen. Deswegen sind das auch die 2, die ich da reinfliegen werde. Ich werde trotzdem noch. Tja, da kann ich leider nichts machen. Dann killen wir ihn erstmal. Und heilen danach. Northshire Cleric. Ja, das ist ein bisschen verzögert immerhin. 2 Minions konnte er damit auf jeden Fall rumkriegen. Oh naja. The gates are open. Er kriegt gleich Shadow Word ins Gesicht. Dann nehmen wir den auch los. Könnte noch 4. Ach nee, er kriegt ein Shadow Word. Der gute Mann kriegt ein Shadow Word und gutes. You have better. Hat auch keine Lust mehr. Kann ich auch verstehen. Das war völlig übel. So, kurzes Ründchen geht noch in dieser Folge. Ich sitze schon wieder völlig schief und krumm. Ah, es ist halt schon spät. Spät ist es. Spät. Warte mal kurz. Anduin versus Anduin. Und heute, was ist denn los? Gibt's noch alles außer diese komischen Priester? Das muss ja wohl nicht sein. Leider schon 2 Losses drin, das ärgert mich ein bisschen. Ein Loss mit einem lustigen Match eigentlich, da bin ich nicht so böse, das war ein ganz interessantes Match. Und der zweite Loss durch mein Disconnect gestern, das ärgert mich schon mehr. Mal gucken, was der Kollege jetzt hier zu melden hat. Boah, langsam werde ich müde. Ich merke es echt. Ey, das ist alles nur hier der Northshire. Cleric War. Put this apple on your right head. Away. Job's done. Nächste Runde mit dem Shieldbearer. Und dann werden wir mit dem Northshire Cleric los. In der zweiten Runde sollte er jetzt eigentlich nichts haben. Rot an Removal. Den Shieldbearer aus und guck, was passiert. You shall not pass. Gar nicht so scheiße. Oh. Right away. Job's done. Gar nicht mal so scheiße. Haunted Creeper, auch ein sehr schöner 2er-Drop.
kann man durchaus machen. The damned stand ready. Na, okay. Is someone injured? Right away. Doch so ganz praktisch. Hey, catch! Job's done. Läuft, würde ich mal behaupten. Läuft. Das Dingo! Yes! Holy Nova. Holy Nova kommt an der Stelle gar nicht schlecht. Da hat er noch 2 und der hat 2 HP. Reicht natürlich trotzdem nicht aus. I must consider. Heilt natürlich alles schön weg. Kann ich höchstens auf 3 hochheilen sonst. Ob ich sogar die beiden Northshire Clerics burne, damit ich den loswerde, weil mehr Karten brauche ich gar nicht. Ich glaube, das mache ich sogar. Aber dann kann er auch halt blöde Buff nicht verteilen. Ich habe eh zu viele Karten. Wenn ich noch mehr ziehe, wird es langsam fast unangenehm. Und damit bin ich erstmal ganz zufrieden. Also eine ganz vernünftige Ausgangssituation. Ich habe eigentlich genug Möglichkeiten. Der Molten Giant, wie im letzten Spiel, bringt mir nicht viel. Ne, bufft er den jetzt noch? Sehr gut. Dieser verbrennt schon meine Karten hier. I must consider. Machen wir es doch so. So, mal kurz in den Twitch-Chat schauen. Twitch-Chat schauen. Gucken wir, was er mit seinen 6 Mana macht. Was kommt da langsam für Minions raus? Alle gute Karten auf der Hand. So richtig überzeugen sie das nicht aus. Nicht schlecht. Ready, Sir. Ready, Sir. Ich will den Shrinkmeister spielen. Den Taunt wäre auch nicht verkehrt. So, fangen wir einfach mal an. Ich will den Shrinkmeister spielen. Ich will gern ihn hier killen. Dann habe ich noch 5 Mana. Wenn ich den Spectral Knight oder den Silverhand Knight. Ich finde den Silverhand Knight gar nicht schlecht. Ansonsten könnte ich den Frostwolf Grunt, aber ich habe keinen Dreier-Minion.
Deswegen ist es so ein bisschen verschenkelt. Squire, attend me. Ready, sir. Job done. So passt das doch einigermaßen. Wenn er hingegen eine Holy Nova hat. My shield for Argus. Oder ein Defender of Argus. Der ist auch nicht verkehrt. So, mal gucken, wie er seine einsetzt jetzt. 3 Mana hat er noch, also er kann auch heilen. Nachdem er seine Aktion gefahren hat. Mit 3 HP kriege ich ihn trotzdem weg. Das ist nicht das Problem. Okay. So, ich habe 8 Mana. 8 Mana, 8 Mana. Ich kann den relativ billig wegkriegen. Ich kann den billig wegkriegen mit dem Shrinkmeister. Kann der überleben. Dann habe ich noch 6 Mana. Und dann spiele ich noch einen 5er Minion aus. Oder ein 2er und ein 4er. Machen wir es mal so. Let us see if this works. So, jetzt kann ich entweder den Frostwolf Grunt spielen und einen Shrinkmaster wieder auf die Hand holen mit dem Ancient Brewmaster. Oder ich spiele hier was, den Stranglethorn 4-6, 4-4. Ziehen wir ruhig nur eine Karte, ich habe so wenig auf der Hand. Mein Control-Check. Brauche ich bei der Bordsituation mal nicht. Mind Control könnte ich ganz langsam mal ziehen. Das wäre dann die sichere Variante. Um auf jeden Fall gegen. Ist jemand injured? Um auf jeden Fall gegen den starken Drop anzukommen. Na guck, da kommt's doch schon. Also, was machen wir denn? Wir können den ganz gut loswerden. Ich könnte auch traden. Das will ich eigentlich nicht so gerne. 9. Let's get physical! Let's get physical! Nur heilen bringt nicht viel. Der kommt trotzdem nicht aus der Reichweite der Trades. Von daher schenke ich mir das gerade mal. I must consider. I'll put it on your head. Und dann spiele ich 4-6. Noch den Spectral Knight auf. Damit fühle ich mich ganz wohl. Für ein 7 Taunte. Ich weiß nicht, ob Faden ist. Okay. Ich kann mir einfach den 5-5er holen. Was irgendwie ganz nett wäre. Ich glaube, das mache ich einfach. Dann kommt da nicht mehr viel.
for Kel'Thuzar! Job done. Gucken, ob er noch irgendwas Außergewöhnliches zieht. Würde ich jetzt aber nicht mit rechnen. Spannend. So toll scheint es nicht zu sein, sonst hätte er es einfach mal direkt ausgespielt. So spannend ist es nicht. Noch ein 5-5, okay. Achso, er hat Mind Control, so rum. Okay. Nehmen wir das mal raus. 6 haben wir noch. So, die kann die Cobra ausspielen und ihn. 5-5 tradet er sonst damit. Bringen wir ihn mal raus. Und die Cobra so als Backup halt irgendwas Starkes ausspielt. Werden wir es einfach mal sofort los damit. Er gibt immer nicht auf. Das kann man ihm nun wahrlich nicht vorwerfen. Na, er wird jetzt hier wahrscheinlich mit dem Frostwolf Grunt und die Hochheilung. Das ist natürlich gar nicht verkehrt auf so einem starken Twilight Drake. Kann ich mitleben. It's time for a little blow. For Kel'Thuzar! Inner Fire hat sich da mal doch sehr gelohnt. So, und jetzt kommt langsam die Phase, wo er dann doch mal arge Probleme bekommt. I hear you got a problem. Engaging TC-130, mental dislocator. So, und ich würde sagen, nächste Runde war es das dann mit dem Kollegen. Well played. Hat sich noch Mühe gegeben. Upsala. So, gucken wir mal. Ja, ein paar blöde Losses dabei. Der eine durch den Disconnect, der andere mit der netten immerhin mit dem netten Spiel. Mal schauen, wie es weitergeht.